Herrliches Wetter, tolle Straßen und mit freundlicher Unterstützung der Suzuki Wintervilla auch noch eine überaus komfortable Unterkunft an der portugiesischen Algarve. Die besten Voraussetzungen für den Test der neuen Suzuki C1500T. Das T steht für Touring und dementsprechend bequem gibt sich der neue Cruiser. Die hohe Scheibe schützt gut vor dem Fahrtwind. Gemütlich auch die Einscheibenbremse an der Front. Für den reinen Sport hat Suzuki aber ohnehin andere Geräte im Stall. Die Optik ist eindeutig gelungen, das viele Schwarz passt bestens zu dem bulligen und mächtigen Cruiser. Die Hartschalenkoffer schlucken eine ganze Menge und machen einen soliden Eindruck. Die Fußrasten schleifen bei einem Cruiser immer schnell. Die C1500T ist aber trotz ihres 200er Hinterreifens erstaunlich wendig. Kurven machen hier also nichts aus. Der V2-Motor mit 1452 Kubik bollert dumpf vor sich hin und ist dank der Hightech-Innereien mit 79 PS der stärkste seiner Klasse. Just a bang, bang, bang.